Ein Bundestagsabgeordneter, der mit anpackt. Stefan Stracke besuchte heute Morgen die Tafel in Buchloe. Ein örtliches Molkereiunternehmen hat Käse und Quark gespendet. Der Bundestagsabgeordnete hilft mit, die Lebensmittel mit reinzutragen. Dabei verschafft er sich auch ein Bild über die Sorgen und Nöte der Menschen hier. Dass es zum Beispiel schwierig ist, junge Menschen zu finden, die ehrenamtlich bei der Tafel mitarbeiten. Und was ihrer Meinung nach nötig ist, um die Zahl der Bedürftigen zu senken. Stichwort Mindestlohn. Termine wie diese sind derzeit selten im Terminkalender des CSU-Politikers Stracke. Statt in seinem Wahlkreis ist er derzeit häufig in Berlin, um am Koalitionstisch die Eckpunkte für eine mögliche neue Bundesregierung abzustecken. Herr Stracke, wie oft kommen Sie noch zu Terminen hier in Ihrem Wahlkreis? Sie sind ja im Moment sehr viel in Berlin, oder? In der Tat, die Koalitionsverhandlungen zollen auch hier ein bisschen Tribut. Die Wahlkreistermine müssen ein bisschen zurückstehen. Aber heute bin ich hier beispielsweise bei der Tafel in Buchloe, weil es mir einfach wichtig ist, hier diese wichtige soziale Arbeit auch zu unterstützen. Wie laufen diese Koalitionsverhandlungen ab? Wir bekommen ja am Ende nur die Parteisprecher jeweils, die sagen, unsere Position ist die und wir haben uns auf das und das geeinigt. Aber vorher findet ja eine ganze Menge statt. Wie muss ich mir das vorstellen? Am Ende soll ein Koalitionsvertrag stehen und da geht es um Inhalte. Worauf haben sich die Parteien SPD, CDU, CSU verständigt? Und genau diese Inhalte werden jetzt verhandelt im Rahmen von Arbeitsgruppen in unterschiedlichsten Themenbereichen, bei mir beispielsweise Gesundheit und Pflege. Aber die wichtigsten Themenbereiche wurden ja auch schon in diesen Sondierungsgesprächen abgeklärt. Warum braucht es jetzt eigentlich nochmal Koalitionsgespräche? Ja, Sondierung heißt ja auch zunächst einmal, sich in den groben Zügen zu verständigen, zu sehen, wo könnten Einigungspunkte möglich sein. Da sind ja noch keine endgültigen Ergebnisse stehend. Und jetzt tagen die Fachpolitiker, also die Fachpolitiker von Union, SPD und CSU. Und sie überlegen darauf, wo könnten wir uns in den Details verständigen. Das ist nochmal eine andere Qualität. Was kann es passieren, dass Sie in bestimmten Punkten zu keinem Ergebnis kommen? Also unser Ziel ist es, genau zu Ergebnissen zu kommen und nicht zunächst einmal das Trennende im Vordergrund zu stellen, sondern ganz im Gegenteil zu sehen, wo können wir uns vereinbaren. Wie funktioniert das? Muss ich mir das vorstellen? Wie offenbar, Basar, gibst du mir da einen Prozentpunkt, gebe ich dir da einen Prozentpunkt? Also zunächst geht es darum, dass wir uns selber sagen, was ist unsere wichtige Position. Dafür haben wir beispielsweise Vorbesprechungen von Seiten der Union und dann auch Nachbesprechungen. Und dann in den eigentlichen Verhandlungen werden die Positionen gegenübergestellt und gesagt, was ist die Position der Union und was ist die Position der SPD zu jeweiligen einzelnen Punkten, beispielsweise im Bereich der ambulanten Versorgung, im Bereich der ärztlichen Vergütungssystematik als Beispiel gesehen. Und dann wird gesehen, wo sind da die Schnittmengen. Was natürlich bei manchen Themen sehr, sehr schwierig ist. Wie läuft das da ab? Es muss ja immer irgendwie einen Kompromiss geben, oder? Am Ende steht ein Kompromiss, der für beide Partner dann tragfähig ist. Und das ist durchaus ein Prozess, der dann immer wieder mal geprägt ist von Unterbrechungen, wo man dann sagt, jetzt müssen wir mal eine Auszeit nehmen, müssen wir wieder in unsere eigene Gruppe zurückgehen. So ist es. Es wird tatsächlich verhandelt. Wird es dann auch schon mal lauter? In den Sondierungsgesprächen hieß es, es soll schon mal laut gewesen sein. Ist das in Koalitionsgesprächen dann auch so, dass man sagt, jetzt ist aber mal gut oder wie muss ich mir das vorstellen? Sie können sich da alle Tonlagen vorstellen. Und das eigentliche überwölbende Ziel ist natürlich hier die Einigung zu erzielen und da kommt man dann schon zusammen. Was sind Ihnen wichtige Punkte? Bei mir ist es zum einen wichtig, dass wir unsere gute flächendeckende Gesundheitsversorgung weiterhin behalten können. Deswegen geht es um die Finanzierung. Das heißt, wir müssen hier mehr Geld, vor allem auch in Bayern, belassen können, damit wir unsere Versorgungssystem sicherstellen können. Eine regionale Komponente spricht man da im Gesundheitsfonds oder im mobilitätsorientierten Risikostrukturausgleich. Zum Zweiten, dass wir in dem Bereich der Krankenhausversorgung, dass diese auch weiterhin gut ist, dass wir die hausarztzentrierte Versorgung hier gut behalten, dass vor allem unsere Hausärzte gestärkt werden in der Region. Ein riesiges Problem, das wir in den nächsten Jahren bewältigen müssen. Das sind so die wichtigsten Ziele. Wie sehen Sie die Chancen, dass Sie das so durchbekommen? Wir diskutieren darüber und wir ringen innerhalb der Union, aber auch mit der SPD über die Themen. Und Sie können sich vorstellen, dass wir diese Positionen sehr, sehr intensiv und sehr bewusst und selbstbewusst auch vertreten. Am Ende erleben wir im Moment, dass die Arbeitsgruppenergebnisse so ein bisschen einfach der Presse vorgestellt werden. Wie geht es dann weiter? Bis zum Koalitionsvertrag ist ja noch ein ganz schönes Stück.
Ja, das Ziel ist, sich auf Texte zu vereinbaren innerhalb der Partner und möglichen Partner der Union. Dort, wo wir uns nicht vereinbaren können, als in diesen Arbeitsgruppen, das wird dann eine Ebene höher gehoben. Und dort müssen sich dann insbesondere die Parteivorsitzenden dann verständigen auf einen Kompromiss. Und all das fließt dann in den Koalitionsvertrag ein, den dann im Ergebnis dann die einzelnen Parteien dann auch bewerten müssen und sagen, passt es. Aber es kommt zur Koalition, sieht ja ganz gut aus, aber wie gesagt, man hat da immer unterschiedliche Punkte. Kann da noch was schiefgehen? Ja, noch ist noch überhaupt nichts gesprochen. So wie inhaltlich gesehen stehen wir immer noch am Anfang. Wir haben noch keine breite Einigung erzielt. Und zum anderen beispielsweise Mitgliederentscheid der SPD steht an und auch der ist von Unwägbarkeiten geprägt. Wie zuversichtlich sind Sie? Ich habe bislang den Eindruck gewonnen, dass alle sagen wollen, wir wollen uns hier verständigen, wir wollen eine stabile Regierung bilden, die dann auch mit guten Inhalten ans Werk gehen kann. Diese Grundoptimismus, den teile ich auch weiterhin. Herr Stracke, Sie fliegen heute Abend wieder nach Berlin. Ich wünsche gutes Gelingen und ich gebe zurück ins Studio.